Servus meine Herren, willkommen zurück bei mir im Bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Zwillen-Video. Und zwar haben mich viele gefragt, wie ist das mit diesem intuitiven Schießen? Ich kriege das nicht hin. Ich versuche euch das jetzt heute mal nahe zu bringen. Es ist natürlich schwierig über Video, aber es ist tatsächlich so, allen, denen ich es im echten Leben erklärt habe, die haben ihr Trefferbild so dermaßen verbessert, also warum soll es per Video nicht funktionieren? Wenn ihr schießt, oder wie, wenn ihr schießt, man lernt es ja normalerweise so, normalerweise, wenn ich ziele, alles andere erkläre ich jetzt mal nicht, weil da gibt es ein extra Video, verlinke ich euch da oben, vernünftige Haltung und dann peilt ihr über dieses Bantel drüber und dann, wenn das praktisch genau im rechten Winkel ist und mit einem Auge zu und dann schaut ihr da hin und nimmt die Zielscheibe in die Hand und dann schießt ihr auf die Zielscheibe. So lernt man das Schießen, dass das hier genau in einer Linie ist und so weiter. Habe ich am Anfang probiert, war für mich extrem, extrem unbefriedigend. Am Anfang, als ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, hat das Zielen sehr gut funktioniert. Später, je mehr ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, hat das Zielen immer schlechter funktioniert. Ich hatte schon gar keine Lust mehr, Zwille zu schießen. Dann habe ich mir gedacht, machst du es lieber im Bogenschießen und konzentrierst dich einfach gar nicht mehr aufs Zielen. Guckst, wo dein Ziel ist und machst jetzt hier nicht die Peilung und sowas, große mathematische Geschichten, sondern schießt einfach. Und habe gemerkt, auf einmal treffe ich. Und mein Trefferbild war so gut, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich praktisch jetzt mit Gewalt meinen Kopf ausschalten, damit ich nicht mehr übers Zielen nachdenke. Und genau das ist die Kunst beim intuitiv Schießen, genauso wie es auch beim Bogenschießen ist, dass ihr anfangen müsst oder dass ihr lernen müsst, einfach so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Das Nachdenken, das bezieht sich jetzt nur auf die Zwillinge. Ihr nehmt euer Ziel ins Visier und denkt nicht über die Haltung der Zwille nach. Das muss vorher sitzen, das müsst ihr natürlich trainieren. Heute ist wieder ganz schlimm mit Flugzeugen und Zeug in der Luft. Ich rede es einfach trotzdem weiter, weil ansonsten muss ich jedes Mal wieder neu anfangen, dann habe ich einen Faden verloren. Also nicht auf die Zwille und den richtigen Winkel konzentrieren. Das müsst ihr vorher üben, dass ihr das Ding richtig in der Hand habt. Bei jedem Mal, egal wo du hinschaust, wenn du sie ausziehst, dass es einfach immer das Gleiche ist. Ja? Das einfach mal vorher 6000 Schuss machen, bis ihr die Zwille richtig haltet. Und dann hört ihr auf zu zielen. Und dann ist es so, ihr konzentriert euch nicht, wie ihr das Bantel haltet, sondern das muss absolut intuitiv funktionieren, sondern ihr konzentriert euch nur auf das Ziel und dann sagt ihr nicht, ich will jetzt das Ziel, das Gesamtziel möchte ich treffen, sondern ihr sucht euch genau einen Punkt aus. Ihr sagt, ich mag genau die Mitte treffen und die Mitte guckst du dir an und dann triffst du auch genau die Mitte. Ihr kennt die Videos mit den ganzen kleinen Sachen, die ich abgeschossen habe, mit den ganzen kleinen Metallzielen, mit dem Flaschenhals, mit was auch immer da schon dabei war. Wirklich nicht nachdenken und wirklich aus dem Nichts Kopf frei werden lassen, anvisieren und dann nur an die Mitte von diesem Ding denken. Ja? So, zack, Mitte, nichts im Kopf haben. So funktioniert das intuitiv Schießen. Also Schritt Nummer 1, üben, dass das Ding immer gleich in der Hand liegt. Immer gleicher Ankerpunkt, immer gleiche Position. Kopf ausschalten, Ziel im Kopf haben und sagen, ich will genau die Mitte haben. Genau die Mitte und dann aus der Bewegung raus, bevor ihr anfangt, bevor der Kopf sich einschaltet und sagt, okay, jetzt muss das so sein oder so oder so, sondern einfach komplett wie beim Tontaubenschießen. Am besten üben. Nicht zielen, nicht visieren, sondern zack, raus, peng, getroffen. So funktioniert intuitiv Schießen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Ja? Machen wir noch einen Schuss. So richtig aus der Bewegung raus. Und ihr seht, ich habe auch keine Angst um die Kamera. Ich schieße da ganz knapp an der Kamera vorbei, weil sonst funktioniert dieses ganze Szenenbild hier nicht. Einfach zack, rüber, schießen. Bang, getroffen, Ende. So schön ist das Ganze. Ja? Also, taucht kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und habt ein wunderschönes
Wochenende. Viel Zeug.